Gut, das ist mein neues Buch, Verdammte Deutsche. Mein erster Spionageroman und der dritte Roman in meiner Kaiserzeitserie nach Guerrero und dem gelben Wind über den Boxeraufstand. Das Buch spielt in den Jahren zwischen 1911 und 1914 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs und dreht sich um die Gründung der modernen Geheimdienste, um das maritime Wettrüsten zwischen Großbritannien und dem Deutschen Reich. Es war eine spannende Zeit, weil in England in diesen Jahren vor dem Ersten Weltkrieg eine große deutschen Panik herrschte, eine Germanophobie, wie man sagte, Angst vor einer deutschen Invasion, und es ist eine Liebesgeschichte.